Das ist so, so schlimm. Und voll oft male ich mir dann auch Diskussionen, Gespräche oder Situationen so in meinem Kopf aus, die überhaupt nicht passiert sind. Ich denke dann so, hätte ich mal das gesagt? Ich würde niemals sagen, nie, aber eigentlich habe ich das nicht vor. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, dass es nochmal Zeit für ein Q&A ist. Und dann habe ich euch auf Insta gefragt, was ihr denn so wissen wollt. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit der allerersten Frage. Und die allererste Frage ist, was ist das Peinlichste, was dir jemals passiert ist? Ich musste bei der Frage nicht lange nachdenken, weil mir direkt eine Situation eingefallen ist, die einfach so unnormal peinlich war. Ich war in der Uni und auf einmal tippt mich so jemand auf meine Schulter von hinten und ich meine, im Nachhinein bin ich voll dankbar für diese Person, weil das Mädchen mir dann gesagt hat, dass meine Hose einfach gerissen ist. Ich habe einfach hinten einen riesen Riss in meiner Hose, genau, ja, beim Poppes gehabt und das war so normal peinlich. Ich bin dann erstmal zur Toilette gegangen, habe mir dann halt noch eine Jacke umgebunden, die ich glücklicherweise dabei hatte, also das heißt, ich musste dann nicht so die ganze Zeit rumrennen, dass es jeder direkt gesehen hat. Aber das war so peinlich in diesem Moment. Ich habe einfach nur so gedacht, oh Gott, hoffentlich war das noch nicht den ganzen Tag. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Interessiert dich das, was andere über dich sagen? Wie gehst du damit um? Und hast du Tipps für mehr Selbstbewusstsein? Also, ich würde sagen, das ist mal so. An manchen Tagen macht mich das schon sehr fertig. An manchen Tagen geht es eigentlich einfach so an mir vorbei. Ich meine, früher schon in der Schule, manche mochten das, was man anhatte, manche nicht. Das ist ja immer so gewesen und das wird auch immer so sein. Und man muss einfach selber hinter dem stehen, was man macht. Und dann kann einem das halt auch egal sein. Ich finde es halt einfach immer noch traurig, dass es wirklich Leute gibt, die sowas machen. Als Tipp vielleicht für mehr Selbstbewusstsein, dass man einfach sich selbst lieben lernt. Also dass man sich überlegt, was mag ich an mir und sich dann halt auf die Sachen fokussiert, anstatt immer nur das zu sehen, was doof ist oder anstatt sich immer mit anderen zu vergleichen, weil wir sind alle unterschiedlich. Und ich glaube, dass es nicht anders geht, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen, als wenn man mit sich selbst irgendwie versucht, im Reinen zu sein. Wohin möchtest du unbedingt noch hinreisen oder nächstes Reiseziel? Wohin wir als nächstes reisen, wissen wir, glaube ich, so noch nicht ganz genau. Aber wo ich unbedingt mal hin möchte, ist auf jeden Fall Amerika, LA. Ich würde da mal so, so gerne hinreisen. New York wäre gewiss auch mal richtig, richtig cool. Ja, mal schauen, wo es dann als nächstes hingehen wird. Die Frage fand ich super süß. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, auf jeden Fall. Mir geht's wirklich sehr gut. Ich hatte jetzt die Woche irgendwie so eine kleine Down-Woche. Also ich weiß auch nicht, was genau los war, aber irgendwie war ich jetzt nicht so happy die ganze Zeit. Habe halt einfach versucht, das Beste draus zu machen und weiterzuarbeiten und das kam auch immer wieder zwischendurch. So ein paar Sachen, wo ich mir einfach so dachte, muss das jetzt sein? Ja, die mich irgendwie auch ein bisschen traurig gemacht haben. Aber man darf einfach das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die ganzen Sachen, die passieren nicht gegen euch, die haben irgendwo einen Sinn und ja, das wird schon alles. Ich hoffe natürlich, dass es euch auch gut geht. Bereust du etwas in deinem Leben? Und wenn ja, was? Also, ich würde eher sagen, dass man Sachen bereut, die man nicht getan hat. Und alles das, was man ja irgendwie gemacht hat oder alles das, was passiert ist, ob gut, ob schlecht, hat einen ja irgendwie jetzt dahin gebracht, wo man heute im Leben steht. Klar sind doofe Sachen passiert oder Sachen, die nicht hätten sein müssen oder man hat mal in einem Streit dumme Sachen gesagt, aber im Großen und Ganzen bereue ich auf jeden Fall gar nichts, weil man kann das natürlich immer so negativ sehen und sagen, ja, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wären auch die dummen Sachen nicht passiert. Aber genauso kann man den Spieß ja auch mal umdrehen und kann sich denken, wenn das, das und das nicht passiert wäre, dann ja, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Deswegen seht das positiv und bereut nichts in eurem Leben. Kannst du abends auch manchmal nicht einschlafen, weil du an alles Mögliche denken musst? Wenn ja, was sind das bei dir für Gedanken und was machst du dann, um trotzdem einschlafen zu können? Also Leute, das ist bei mir so fast jeden Abend. Ich denke nämlich, sobald ich im Bett liege, alles Mögliche nach. Natürlich sind es voll oft Dinge, die man noch irgendwie erledigen muss. Das ist aber auch, wenn man irgendwie mal Streit mit jemandem hatte, weil ich bin echt so ein Mensch, ich muss das eigentlich vorm Schlafengehen klären. Sonst kann ich nicht schlafen. Ich denke dann die ganze Zeit drüber nach.
Das ist so, so schlimm. Und voll oft male ich mir dann auch Diskussionen, Gespräche oder Situationen so in meinem Kopf aus, die überhaupt nicht passiert sind. Ich denke dann so, ja, hätte ich mal das gesagt, dann wäre es so und so und so und so und so gelaufen. So total doof. Oder auch so Situationen, das ist richtig, richtig krass. Und dann, ja, spinne ich mir da irgendwas in meinem Kopf rum und muss mir dann irgendwann sagen, das sind Gedanken, das ist nicht die Realität. Hör mal auf damit und schlaf jetzt. Und was mir auf jeden Fall gut hilft, dass ich mir einen Podcast anmache oder ein Hörbuch. Und also ganz oft mache ich Findet Nemo an, das habe ich nämlich früher immer gehört, noch mit der Kassette. Denkt euch immer, das ist jetzt nicht nur Tipp, den ich euch für vorm Schlafengehen Gedanken machen gebe, sondern allgemein Gedanken sind Gedanken und nicht die Realität. Es kann so kommen, muss es aber nicht. Deswegen erstmal abwarten, bevor man sich immer so krass verrückt macht wegen irgendwas. In welcher Sendung, die jedes Jahr läuft, würdest du am ehesten mitmachen? Bachelor und etc. Leute, beim Bachelor würde ich auf jeden Fall nicht mehr mitmachen. Aber, übrigens finde ich die Frage richtig cool. Aber ich würde super, super gerne mal bei Let's Dance mitmachen, glaube ich. Weil Let's Dance schaue ich schon, seit ich ganz klein bin. Und ich finde das so, so schön, wie die dann am Ende halt eben tanzen können. Und deswegen, auf jeden Fall Let's Dance, würde ich sagen. Wenn du auf eine einsame Insel müsstest und nur eine Sache mitnehmen dürftest, was wäre das? Das ist so eine schwere Frage. Also klar, wenn ich eine Person mitnehmen dürfte, dann würde ich meinen Freund mitnehmen, weil das sonst ganz schön öde da bestimmt wird alleine. Aber wenn es jetzt so eine Sache ist, dann wahrscheinlich ein Notizbuch. Dann könnte ich dann nämlich alles aufschreiben, was ich da so erlebe. Jo. Würdest du dir mit Daniel ein Partner-Tattoo machen lassen? Nein. Ich glaube, der sieht das da genauso wie ich. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Also ich finde das super, super süß, wenn das Pärchen machen, die sowieso auch Tattoos total gerne mögen. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass ich mich tätowieren lassen würde. Ich hatte immer so voll oft mal überlegt, so was ganz, ganz Kleines, ein kleines Herz oder sowas irgendwo. Aber ich habe dann mal so schlecht geträumt, dass ich irgendwie ein Tattoo hatte. Das war jetzt auch nicht groß oder so. Aber auf jeden Fall ging das nicht mehr ab und ich habe mich dann irgendwie so schlecht gefühlt. Und das war irgendwie ein Albtraum geworden. Deswegen, ich würde niemals sagen, nie, aber eigentlich habe ich das nicht vor. Wie soll dein Freund sein? Charakter und Aussehen. Also ich habe ja jetzt schon einen Freund, aber wenn wir das so allgemein betrachten, hatte ich nie so einen richtigen Typ. Früher war ich immer so dunkle Haare, braune Augen, aber ja, das hat sich dann geändert, aber ich habe trotzdem keinen speziellen Typ. Man so vom Charakter her auf jeden Fall unternehmenslustig, dass man viel reisen möchte und ja, nicht faul, nur zu Hause hängen. Aber ich mag das auch total gerne, wenn man ab und zu einfach mal nur Netflix and Chill machen kann, Popcorn essen, vorm Fernseher liegen. Das muss auch manchmal sein. Aber so generell mag ich das gar nicht. Und natürlich ist es auch cool, wenn man zusammen Fotos machen kann. Da habe ich ja jemand, der das zum Glück alles so gut mitmacht, beziehungsweise ergänzen wir uns da richtig, richtig gut, weil ich mache für ihn Bilder, er macht für mich Bilder. Und ja, das passt. Wir mögen auch beide super, super gerne zu reisen. Ist halt auch einfach das Schönste, ganz ehrlich, weil man da so viel erfährt und ich spare wirklich so viel dann einfach für die Reisen und ja, spare an anderen Stellen, weil ich einfach finde, dass das das ist, was einem am meisten bringt. Welche Marke findest du am besten für Sportbekleidung? Da muss ich auf jeden Fall als allererstes sagen, Gymshark finde ich mega, mega gut. Meine Schwester hat auch eine, die einfach richtig, richtig schön ist. Und ich habe eine Hose von Stronger, das ist die schwarze, die ich eigentlich auch fast immer trage. Die mag ich auch super, super gerne. Das ist einfach so eine schwarze High-Waisted Leggings. Das ist sowieso bei mir immer so eine Sache. Ich liebe High-Waisted Leggings. Ich mag das nicht, wenn die so knapp sind. Ich fühle mich da drin einfach wohler. Und übrigens ein Tipp, was Sport-BHs angeht. Ihr könnt auf jeden Fall da bei H&M vorbeischauen, weil H&M hat einfach günstige, super gute Sport-BHs. Ich habe die immer in der Größe S oder M und dann halten die so gut, wirklich. Deine größte Motivation im Leben ist oder deine größten Motivationen im Leben sind? Das ist so eine tiefe Frage. Am allermeisten ist, glaube ich, die Motivation, dass ich das verwirkliche, was ich mir so in den Kopf gesetzt habe. Ich habe früher auch immer so voll viele verrückte Sachen geträumt quasi, also erträumt. Ich habe mir immer so überlegt,
das wäre so cool, wenn das, das und das wäre. Und ich glaube, meine größte Motivation ist einfach, das zu erreichen. Und es hört sich voll kitschig an, aber halt irgendwie das kleine Mädchen von früher eben stolz zu machen und dem zu zeigen, dass alles möglich ist, was man sich wünscht. Generell jeden das immer wieder bewusst zu machen, dass wenn man hart genug für etwas kämpft, dass das möglich ist. Und wenn man jetzt so an Personen denkt, erzählt zum Beispiel Farina dazu, einfach weil sie so von null sich alles erarbeitet hat, dann mit Anni zusammen und auch früher schon auf Snapchat, als sie da noch geredet hat und da quasi ihre Community hatte, bin ich ihr halt eben schon gefolgt und habe das halt so alles mitverfolgen können, wie sie dann gewachsen ist. Und das ist halt einfach eine mega große Motivation. Und natürlich Adorable Caro, das habe ich euch auch schon ganz oft gesagt. Ich mag sie total gerne, die ist auch einfach so super authentisch und sympathisch und ich finde es auch bei ihr so krass. Es gab so viele Leute, die das irgendwie versucht haben, schlecht zu reden, was sie macht. Und sie hat immer weitergemacht, hat an sich geglaubt und hat es dann auch geschafft, was ich so, so schön für sie finde. Deswegen ist sie auf jeden Fall auch eine große Motivation von mir. Genau wie Selena Gomez, die möchte ich auf jeden Fall noch nennen, weil ich mag sie schon seit immer eigentlich. Die hat ja auch einiges durchgemacht bisher schon. Und ist halt aber immer wieder aufgestanden, hat sich wieder aufgerappelt und hat einfach weitergemacht. Und das ist einfach so bewundernswert. Deswegen ist sie auf jeden Fall auch eine große Motivation. Ja. Okay, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Ich glaube, das reicht. Ich hoffe natürlich, dass das Video unterhaltsam für euch war, dass es euch gefallen hat und ihr vielleicht sogar den einen oder anderen Tipp mitnehmen könnt und vielleicht auch was erfahren habt, was ihr so noch nicht wusstet. Und gebt dem Video sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr, sehr doll drüber freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!